euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein? Zur Sicherheit. Nein, werde ich nicht tun. Ich weigere mich. Ich werde jetzt diesmal keine Sicherheits-DVD einlegen. Nein. Floppy wäre okay gewesen, aber keine Sicherheits-DVD. Niemand. Waren wir schon mal? Nö. Oh, hier ist dunkel. Ich meine, ja, Angst. Hier ist ein Strahl. Du hast einen Ballaballa geholt. Ach nee, hier fliegen Ballaballas. Ups. Nee, die kannst du nicht mitnehmen. So, jetzt musst du... Nee, du musst erst einmal da oben und da ein Portal machen. Ach nee, weil wir müssen ja zwei haben, weil du müsstest mir das ja irgendwie hier angeben, das Bällchen. Tschüss. Ich hätte jetzt gedacht, du musst mir das Ballaballa hier durchgeben. Wobei, wofür? Was müssen wir denn mit dem Ball machen? Ich habe hier noch nichts. Ich hätte jetzt überlegt, weißt du, dass da ein Portal gehen muss und da. Ach so. Nee, genau, warte, lass mich da hingehen, dann kann ich das annehmen. Yeah. So, und jetzt haben wir... einen Ball. Hier, da ist noch so ein Laser. Ich denke, dass der da rein muss. Könnte passieren. Oh. Okay. Hm. Na gut. Was soll diese Nische hier? Funktioniert nicht so ganz. Ja, schon egal. Hier fliegen Bälle. Yeah. Genau das gleiche, hab ich mir gedacht. Aha, hier muss der hin. Okay. Hallo Ball. Offline. Offline? Machen wir online. Okay, da kann ich was hinschießen. Irgendwas hinschießen, dass wir da drunter kommen? Ah, da geht was. Da können wir hin. Genau. Das heißt, du hast irgendwo unten was gesehen? Oh, ne, ich habe hier was hingeschossen. Da, okay. Das heißt, so. Ah. Und dann muss... Komme ich aber nicht hoch. Hm. Also einer muss auf der anderen Seite stehen. Das muss ich sein. Ich muss da einen hinschießen. Dann fliegt er da rein. Und ich muss dann... Und jetzt muss ich erstmal die Wand wegnehmen. Gibt es eine Taste, mit der ich eine Wand direkt deaktivieren kann? Nee. Nee, das ist... Das Einzige, wo ich noch hinschießen kann, ist halt da. Mehr kann ich nicht schießen gerade. Über mir kann ich noch was schießen. So. Ah, genau. Richtig. Und jetzt musst du die Wand da hinschießen und ich kann den Fang versuchen. So. Okay, das geht nicht. Der fliegt in die andere Richtung. Was ist, wenn du die beiden umdrehst?
nee, das würde auch nicht sein. Vergiss das. Nee. Ach, warte mal. Vielleicht geht das. Kunde. Also, einmal. Ja. Ah, den fügt er jetzt dagegen, okay. Nee, also ich wollte den jetzt hier blocken. Ja. Dass der runterspringt zu dir. Dann machst du da eins hin. Ja, aber der fliegt dann weg. Ach ja, nee, stimmt, das geht ja nicht. Da, der. Ach stimmt, genau. Du musst da dann hinschießen. Du hast noch den zweiten. Du musst erst da den hinschießen und dann wahrscheinlich da den Strahl hin. Ich muss erstmal da hinsetzen, so. Okay, das hat ein bisschen gedauert. Nee, du musst dein Portal hier hinschießen, damit der Ball kann hier hinkommt. Kann ich doch nicht. Kann ich nicht. Warum nicht? Ach so, ja, Bernd. Nee, okay, passt. Sobald der dagegen knallt, musst du direkt da das hinschießen, ein gelbes. Ein gelbes? Türkises. Ja, Türkis mein ich. Ja, gut. Das ist Türkis. Und dann kommt er hinter dir. Ja. Hinter dir? Da. Ja, hab ich doch. Alles gut. Mensch. Alles gut, alles geschafft, Mensch. So, erstmal. Das war ein Bürostuhl. Ha! Hast du einen gescheuert gekriegt. Typisch Teppichflusen. Oh, bin ich hochgeflogen gerade. So, hier sind zwei Knöpfe. Ein rechts, ein links. 3, 2, 1, drück. Du sollst nicht hier rum, du sollst doch hier in dem Knopf bleiben. Ey, nerv mich! Ich versuch doch! Setz mich jetzt hin und warte. So. Mensch. Britke. Ich weiß, was wir machen müssen. Okay. Ja, super, passt. Mhm. Ja, sieht super aus. Alles klar. Yay. Okay. Ein Spülkopf. Hey. Oh, Och, bist du runtergefallen? Entschuldigung. Ich bin runtergesprungen. So. Da eine Putale. Da geht. Dann gucken wir uns doch mal da oben um. Yippie! Höhenangst! Jetzt müssen wir von hier auf die verschiedenen anderen Etagen hopsen wahrscheinlich. Toll, jetzt muss ich das auch noch ausmuten. Irgendwas überspielen hier. Das ist Quatsch. So, okay, also du müsstest dann, glaube ich, hier müssen wir wieder springen. Müssen von da oben runterfallen, dann hier rein. Dann hopsen wir wahrscheinlich hier irgendwo rüber oder so. Moment. Die 2 durch die 2, sagt er mir. Wenn du da jetzt durchhoppst, müsstest du dann an dem Exit landen, oder? Ich bin jetzt bei der 1. Okay, das bringt uns also nicht sehr weit. Die
können wir denn in der Mitte halten? Wir müssen ja irgendwie in der Mitte zum Stehen kommen bei dem Exit. Wir müssen gegeneinander knallen. Das ist gut möglich. Wir müssen beide gleichzeitig fallen dann. Das heißt, wir müssen jetzt beide da oben rauf erst. Du stellst dich nachher genau über die 1, wenn du das letzte Portal änderst. Und dann muss ich aber da unten... Muss ich erstmal eben gucken, welches Portal habe ich schon gesetzt? Das heißt, ich muss jetzt... halt, Türkis... Achso, nee, das ist genau der falsche, genau den wollte ich nicht. Ach Gott. Na, du musst halt 2 ändern, ne? Moment. Das heißt, ich müsste unter mir 1 basteln. Wenn ich das oben wegnehme, falle ich ja runter und dann muss ich da das Portal im gleichen Augenblick hinsetzen. Ja. Ne? Das heißt, ich setze hier einfach nur das Türkise. Genau, das Türkise dahin und das Blaue dann darüber. Oh Gott, na gut. Mach dich mal dünn. Ach ja, stimmt, links überholen, Entschuldigung. So. Okay, also. Ja. Yeah. Fuchtle doch nicht so herrenlos herum. So geht das. Bei Bros im Fliegen. Right. Mhm. Hier, nimm du mal. Ich hab gesagt, ich will keine Disc. Schmeiß die weg! Ich weiß nicht, wie das geht. Ach so, ja stimmt, du bist ja noch nicht aus dem Zeitalter, oh, ne? Dann hast es doch irgendwie geschafft. Cool. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Nein. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5-41-41-18. Blöde Kuh. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere? Nun... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen.